schön Brasilien. Komm, wir gehen erstmal eine Runde. Jetzt eine ausgiebige Fahrt gehabt in unserem Tourbus hier. Ich hab mir ganz bewusst das Symbol des Pferdes ausgesucht, weil es sowohl Sportlichkeit als auch Stärke demonstriert. Fahren wir erstmal hier, bevor wir gleich noch ins Holland-Casino gehen. Habe ich mir gedacht, wir schauen erstmal, was hier die Leute so machen, weil hier ist auf jeden Fall einiges los. Ja? Gucken wir mal hier. Dann nehmen wir vielleicht erstmal eine kleine Momentaufnahme mit. Und zwar eignet sich dafür, glaube ich, ganz gut auch hier dieser Kübel. Geht es anscheinend um WM-Tickets. Wir dürfen gespannt sein. Zippe. Entschuldigung? Ich kann leider kein Holländisch. Nochmal? Deine Blitz gebraucht, oder? Nee. Kein Blitz. Gut, dass Sie das sagen, danke. Es geht wohl darum, so schnell wie möglich diese Puppe zu zerstümmeln. Oder? Das ja, auch so. Und dann WM-Tickets zu gewinnen nach Südafrika. Ja. Oh! Oh! Nicht schlecht. Der Torwart bewegt sich gar nicht. Oh! Hey. Na, der fährt, glaube ich, schon, auf jeden Fall mindestens schon mal nach Nordafrika. Und jetzt eine Frau. Was sagen Sie, passt das? Frauen und Fußball? Ich bin überfahren. Oh, der war auch nicht schlecht. Ja. Ja, trotzdem ist ein Anfeuer, wa? Oh. Die Crowd ist enttäuscht. Der hat nicht das gebracht, was sie hätte bringen können, oder? Nee, definitiv nicht. Aber jetzt kommt rein. Noch ein dritter Kandidat. Ja. Vielleicht fällt der das nach Hause. Oh! Er hat auf jeden Fall schon mal die Frau getroffen. Ja. Oh. Und nochmal die Frau getroffen. Was für ein Magnet. Ja. Ja, so sehen echte Sieger aus. Wir machen uns nochmal weiter auf den Weg. Und zwar, das hat mir jetzt den Appetit verdorben. McDonald's ist sowieso nichts. Ihr habt gesehen, den Jungen mit dem Big Tasty, oder? Ja. Ja, und zwar gehen wir lieber zur Konkurrenz, zum Burgerkönig. Ich habe noch keinen Strohhalm. Achso. Hi, mein Name ist Max, ich komme aus Neuss, bin gerade noch hier im Burger King gefangen und ich bin gerade reingekommen, in die Tür rein und so ein Junge guckt mich so an und zeigt auf mich
Und auf einmal ruft er meinen Namen. Also ich habe gedacht, er ruft meinen Namen. Er hat gesagt, Mario, Mario. Ich habe gar nicht verstanden, was er von mir will. Aber auf einmal habe ich mich daran erinnert, was ich für ein T-Shirt trage. Super Mario. Und da kommt man bei allen kleinen Kids auf jeden Fall immer gut an. Und dann waren ja ein paar Japaner an der Kasse. Bei denen kam ich auch gut an. Und ich möchte euch jetzt heute etwas weiterführen in eurer Gedankenwelt. Nintendo, wisst ihr, was das heißt? Nintendo. Also die Firma gibt es schon ewig lange, die haben damals Kartenspiele gemacht. Und Nintendo bedeutet, das Schicksal entscheidet. Passt besser zum Kartenspiel. Und jetzt möchte ich euch noch einmal mitnehmen. Du hast eine Hochzeit, Irish. Okay. Das ist gut. Wie ist dein Name? Nassim. Nassim, Salam Alaikum. Mein Name ist Max, ich bin mit Nassim hier. Und Nassim wird heiraten. Deswegen Marriage. Und deswegen läuft Nassim wie ein Penis rum. Ich finde es großartig. Nassim, einen kleinen Gruß nach Deutschland. Ne? So, Alaikum Salam oder so. Oh, schön, Alaikum Salam. Ich muss nicht von Land machen. Dann vielen Dank auf jeden Fall. Alles Gute für die Hochzeit. Wird schon gut gehen, ne? Tschüss. Yo, hier ist schon wieder ein Rapper. Was geht ab? Das ist Afrop, mein Schatz. Hier direkt ein Juice-Exclusive mit meinem Man Maxim Noise. Yeah! Video läuft. Ich bin ein Kind der Sonne. Ist nicht. Ich bin ein Kind der Sonne. Ist nicht. Du bist aber auf jeden Fall ein Kind und die Sonne scheint, also bist du auch ein Kind der Sonne. Übergechillt, wie du guckst. Voll unecht. Guck mal, jetzt kommt er hier hin. An der Kamera, ne? Ja. Brauchst du keine Angst haben. Warum frisst er an die Kamera? Wir wollten vielleicht mal gucken, was das ist. Warum? Weil das so interessant ist. Der ist neugierig, so wie du. Warum? Weil der hat auch viele Fragen. Warum hat der auch ganz viele Fragen? Der hat sich so gewundert, warum du so ein Roboter bist. Okay, wie wir sehen, ist da jetzt gerade ein riesen Run auf diese Crazy Piano Bar ausgebrochen. Und natürlich lassen wir es uns auch nicht nehmen, nach diesem erfolgreichen Videodreh in diese exklusive Area einzudringen. Und dann schauen wir einfach mal, was hier vorne los ist. Da kommt schon jemand, der versuchen wird, uns abzufangen, aber nicht mit uns. We go inside? No. We don't want to go inside. We just want to know what's happening in here because so many people are standing in front of us. We're eating? Yeah. But we are crazy pianos. It's all time like this. Good. What's happening up here? You don't have anything? So, oh, just football. Thank you very much. Okay. Nee, ist blauer Ring. Ja, jetzt haben wir natürlich gesehen, hast du den nicht gefilmt? Doch. Ja, jetzt haben wir gesehen, Live-Musik den ganzen Abend. Also wenn ihr mal hier seid in, wie heißt die Stadt hier? Scheveningen bei Den Haag. Scheveningen bei Den Haag. Wenn ihr mal hier seid, kommt vorbei, geht auch in die Crazy Piano Bar, weil es gibt Live-Musik wirklich den ganzen Abend so. Das ist kein Quatsch, den ganzen Abend. Okay? Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt noch in die Buddha Lounge, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Okay, die war der Hammer. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir endgültig draußen. Ich habe auch, glaube ich, ein 10 Minuten Video voll. Ja. Abonniert den Infokanal. Schreibt mir euren Kommentar, wann ihr mal in Scheveningen gewesen seid oder auch in Scheveningen sein wollt. Wann ihr das nächste Mal Scheveningen besuchen werdet. Und ja, nee, schreibt gar keinen Kommentar. Ist egal. Bis dann.